So, hallo Rio, meine werten God of War Fans und Let's Play Zuschauer. Wir machen hier mit der Hauptgeschichte weiter und finden uns damit ab, dass Jörmungandr, nee, wie hieß das, war die Schlange, wie hieß er denn? Lass mich kurz gucken. Hab's hier gerade auf Wikipedia. Angreboda. Sie gebiert in der Verbindung mit Loki drei Kinder, den Riesenwolf Fenrir, die Midgard-Schlange Jörmungandr sowie die Totengöttin Hel. Wegen der Gefahr, die die Kinder für die Göttin bedeutet, wurde Fenrir mit den Fesseln Gleifni gebunden, Jörmungandr von den Asen ins Meer geworfen und Hel in die Unterwelt gebannt, wo sie als Herrin der Toten galt. Angreboda wird häufig mit der Alten vom Eisenwald, der Veluspa, gleichgesetzt. Als solche gebar sie die Brut Fenrirs Hati, Skali und Managarm. Jetzt wissen wir's. Die mischeln alles weiter durcheinander. Ne? Das soll man ihnen nicht nehmen, aber eigentlich ist es eine schmale, hellhäutige, aschblonde, also, glatte Haare. Eisenwald sei nicht real. Fast bis zum Bauchnabel. Wenn der Wald der Riesen nicht existiert, sucht Odin nicht danach. Der Wald der Riesen. So wird er von einigen genannt. Oder, oder. Der Wald der Riesen, okay. Naja, wir müssen einfach damit klarkommen, dass alles eine Eigeninterpretation von denen ist. Ich finde es halt nur mega den Stilbruch, wo sie bisher wenigstens das richtige Thema immer getroffen haben. So eine geile Torinterpretation und dann sowas. So enttäuschend. Was ist das? Eine Brasse. Die ist groß. Ach ja. Ich dachte nicht, alle Riesen waren... riesig. Aber offensichtlich manche. Also, was machst du hier? Malen, sammeln, überleben, bewahren, was ich kann. Aber warum auf mich warten? Weil mein Schicksal ist, dir deins zu verkünden. Pass auf! Oder zu heiraten. Bunter Damm, wie aufregend. Weil sie was mit Farben zu tun hat wahrscheinlich. Oh, noch was, noch was. Da haben wir was. Ja, wunderbar. Ja, schön für dich, dass du da bist. Wir machen es auch so. Kein Ding. Guck dir das an. Wie schnell die auf R3 sind. Nicht schlecht. Warte, es ging doch irgendwie, man konnte rückwärts. Bam. Und ich schieße mal so weg. Ist ja kein Ding. Meine Güte, guck dir das an, wie easy das geht. Als Fairkämpfer. Das war der erste Kampf gegen einen Draugut bei dem. Danke. Danke. Der arme Bogen. Was hast du gemacht, bevor du herkamst? Fimbulwinter überleben. Warte, gibt's den hier auch? Kennst du den? Ja. Mhm, was hat der denn hier für Auswirkungen? Dass die Draugr hier auftauchen oder was ist hier die Auswirkung? Dass es noch bunter ist? Ich bin über dir, aber geh den Weg einfach weiter. Alles klar, machen wir so. Was denn da? Ich sah sie gerade gelacht. Das war ja voll Psycho. Vielleicht irgendein neuer Angriff für ihn oder so? Was haben wir da? Nö, einfach nur noch mehr von dem Holz. Vielleicht kann man damit seinen Bogen upgraden. Ist mit dem ganzen Holz. Ein Kettenhemd? Was Brock und Sindri wohl dazu sagen? Ah, da. Wer? Stylisch. Oh, das sind sowas wie... Danke? Sowas wie? Ihr Midgard-Riesen seid seltsam. Die sind eigentlich Zwerge. Immer noch. Unglaublich, dass sie auch Nachmare sind. Mhm, hier geht's lang. Und da geht's auch lang, ne? Gaulbar! Ja, komm. So, es geht rechts und links lang, oder? Geht's hier gar nicht lang. Das war nur der Weg für sie, oder was? Ach so. Das ist eine Sackgasse. War das nur so, wo, dass sie da lang hüpfen kann, ganz stylisch. Die können alle besser springen als Kratos und Atreus. Frechheit, hä? Hm? Oh, ist das sowas, hä? Anscheinend. Oh. Er findet mal was. Mhm. Schriftrolle, der Baum. Mutter sagte, die anderen Völker der neuen Welten würden die Welt als einzelne Bäume in einem Wald betrachten. Sie sehen die Menschen und die Natur und die Zeit und das Schicksal als einzelne Elemente an. Aber wir nicht.
Die Jötner wissen, dass dies alles Äste desselben Baumes sind, dass man die Liebe nicht vom Schicksal trennen kann oder vom Flügelschlag eines Vogels, ohne dem Baum selbst zu schaden. Vielleicht sah ich deshalb keine Furcht in ihren Augen, als sie davon sprach, ihren Pfad zu beschreiten, als sie über ihren bevorstehenden Tod sprach. Manchmal spendet mir das Trost zu wissen, dass ihr und Vater dahin scheidet, nur ein Ast eines großen Baumes, immer wachsenden Baumes waren. Aber manchmal vermisse ich sie auch einfach. Ja, nette Vorstellung, aber naja. Eine Vorstellung eben. Das hat mein Vater immer. Weißt du was? Vergiss es. Ja, klar. Wir machen Sachen gerne kaputt, weil vielleicht versteckelt sich ja was Wertvolles dahinter. Hm? Und hier oben ist gar nichts für uns? Oder ist hier Tochter vielleicht? Sieht verdächtig aus. Aber nee. Ah, guck mal, da sieht was verdächtig aus. Okay. Wohl günstig, dass da auch gerade gleich eine Laterne dann auftaucht, in der wir so unser Seil benutzen können. Okay. Komm. Genau. Wo haben wir noch einen da? Oh. Gravitationsschuss. Ein normaler Schuss. Wenn man so ein aufgeladener Blitzschutz. So, geht auch so, ne? Stimmt, er kriegt ja EP. Ganzes Zeug freischalten. Aber egal. Jetzt nicht. Sieht gut aus. Danke. Der gekonnte halt. Sprung, oder? Was? Das scheint der richtige Weg zu sein. Oh, ja. Genau. Und sie steht auf dich. Volle Kanone steht sie auf dich. Voll easy. Mit dem Auto, Oh, wie ging das? Wir hatten noch Special Attack. Wie konnte man die denn benutzen? Hab ich ganz vergessen. Irgendwie erst so, so war das, ne? Tschu! So, einen im Nahkampf? Nee, der fliegt zu sehr. Mach mal so. Wie fühlst du dich? Großartig! Ich bin einer Riesen begegnet. Und es könnte Schicksal sein. Was? Tut mir leid. Was? Das ist bloß sehr aufregend. Ah, der... Oh. Der Bogen. Was haben wir denn da? Ein Spektralsteinbock. Wie aufregend. Oh, was, man reitet da drauf? Wie bekloppt ist... Jetzt gefällt er mir schon nicht mehr. Aber egal, wir benutzen ihn mal. Wie kann man den benutzen? Komm, kriegen wir da ein Tutorial für? Wie benutzt man den? Mit R2. Das ist wie seine schwere Rune sozusagen. Aber das sieht ja mal richtig bescheuert aus. Haben wir die anderen Tiere, die... selber was gemacht haben, viel besser gefallen. Es ist alles in Ordnung, oder? Ja, ich bin in einem Zauberwald, der nicht da sein sollte. Rede mit einer Riesin und sie ist... Ja. Schön. Dein Alter. Absichtlich betörend. Oh, hab dich! Muss auch gleich beweisen, dass sie voll obercool stark Schätze, ist. Schätze, ich habe hier noch nicht alles im Griff, ha? Wohin gehen wir? Meine Mutter zeichnete ihre Visionen auf, Prophezeiungen. Magst du sie dir ansehen? Klar. Wo sind deine Eltern? Sie sind nicht hier. Sind sie... Ich weiß, du hast viele Fragen, aber bitte nicht diese. In Ordnung? Tut mir leid. Frechheit. Tot sind sie. Im Krieg gefallen, gib's zu. Sag die Wahrheit. Loki! Drauger! Sag mir wann! Klar, warum nicht? Lass los! Zauber! Ich bin da! Neuer Hirsch ausprobieren, oder? Das ist mehr. Und Special Attack. Also wieder nur der Kick, wie langweilig. Und tschu. Oh, guck mal, wen haben wir denn da? Nee, ist gerade nichts aufgeladen. Dann so. Uppa. Und aufgeladen. Und R3, schnacker zacker. Weg ist er. Klar. Danke. Wie ein Streiter. Ebenso. Was verstehen jetzt unter Streiter? Was habe ich verpasst? Sind das die Krieger der Riesen, oder was? Die Streiter? Oh, können wir das aufheben?
Ja, oder? Bestienfetzen. Hilfst du mir? Oh, klar. Wirklich? Ach so, wegen Hochheben. Warum klettert ihr nicht drüber? Das ist 2 Millimeter zu kurz ist, oder was? Warte. Gut, jetzt du. Ui, ja, kräftig ist er auch, meine Güte. Das Einzige, was mir gefällt, ist dunkle Haut mit gelben oder weißlichen Tattoos. Also sie wirken gelb. Das ist echt stylisch. Wow. Dunkle Hautfarbe, das gelbe Tattoos. Sieht cool aus. Um die Wette? Was? Los! Was na ernsthaft? Gut. Müssen wir da jetzt gewinnen? Nee. Sie gewinnt sowieso, oder? Ich kann auch langsamer. Musste nicht. Wir lassen dich einfach absichtlich gewinnen. Nee, oder? Wir können... Oh nein. Ich hab schon gedacht, wir können gewinnen. Das wäre eine absolute Frechheit. Guck dir das an, wir können gegen Angremoda gewinnen. Was für ein Schwachsinn. Die sollte doch... Ah, sie kann abkürzen. Da bin ich erleichtert. Wer zuerst runter ist, gewinnt! Was? Runter, hat sie gesagt? Also ich finde, sie sollte gewinnen. Sie hat hier Heimvorteil, sie weiß wohin. Und so. Tja, hast gewonnen. Eben. Naja, ich kannte den Weg schon. Bisschen geschummelt. Eben. Deswegen solltest du auch gewinnen. Katzelwurm! Die kenne ich schon. Dann weißt du ja, wie man sie schlägt. Klar, drauf. Falken rufen, was? Halte Vierecke gedrückt, um Angrabodas Geisterfalken zu beschwören, um mächtige Riesenmagie zu entfesseln. Hier ist sonst nicht so viel los. Ich Glückspilz. Ich dachte, du heißt Loki. Was heißt Loki übersetzt? Das ist der Spruch jetzt immer sagen. Ich helfe dir. Guck mal, da kommt ihr. Oh, wie süß. Guck mal, wie sie fliegt mit dem Würmchen. Aber war ich ganz verträumt. In Raita. Bam. Der eine ist schon mal weg. Gauber. Da ist einer unter der Erde. Der ist schon mal weg. Einer müsste noch irgendwo sein. Zwei noch, habe ich nicht verguckt. Gut. Wunderbar. Guck mal, von hier aus schon mal so. Und dann von hier so. Bringt uns das irgendwas? Nö. Wir sind fast bei Mutters Schrein, wo sie Groas Vision aufschrieb. Es war ihre Art, das Erbe unseres Volkes am Leben zu halten. Erfahren wir das über seine Vergangenheit? Vielleicht, ne? Oh, wow. Oh, das war heute nicht die letzte Knopfmuschel. Hoffentlich. Was? Knopfmuschel? Ah, das hier, oder was? Man kann hier nicht lang. Ist das die große Muschel, von der sie gerade gesprochen haben, oder habe ich irgendwas verpasst? Hier. Ich kann laufen, aber nicht schnell, okay. So, was machst du da? Irgendwelche Farben werden wieder ausgepackt. Spanmagie? Was meinst du, von wem sie das lernten? Da wären wir. Von deinem Mudo. Hier lang. Ah, hier kommen die ganzen Tafeln her. Nee, nicht wirklich. Die sehen hier alle viel bunter aus. Andere Tafeln. Oder so sehen einfach die von Angremoda aus, die von der Mutter waren ein bisschen weniger bunt. Hier im Eisenwald gibt es ein Mädchen, ihr Name ist Angremoda und sie ist genauso alt wie ich. Sie ist auch eine Riesin, sie ist sehr lustig und sie malt und sie ist mit den Wölfen hier befreundet. Sie ist in so vielerlei Hinsicht anders als alle, die ich je getroffen habe. Sie sagt, sie hätte ihr ganzes Leben auf mich gewartet, was verrückt klingt. Es ist ein ziemlicher Druck, all die Erwartungen zu erfüllen, die sie in mich setzt, welche das auch sein mögen. Ich muss einfach ruhig bleiben und ein besseres Gefühl dafür bekommen, was hier vor sich geht. Aber puh, es passiert so vieles, so schnell. Ja. Ich will hier nur die Gegend abchecken, ganz ruhig, Angremoda. Cool. Ah ne, ich kann hier gar nicht schießen. Das sah so aus, als sollte man es kaputt machen. Stylisch sieht's ja aus, auf alle Fälle, mit den ganzen bunten Farben und so. Ui, hübsch. Riesige, Naja, boah, das kann man schwer interpretieren. Ich wollte gerade sagen, umgefallener Baum, aber das ist es ja nicht.
Korallen. Das ist ja alles nicht. Okay, da geht's zu ihr nach Hause sozusagen. Hier geht's wie in ein sumpfiges Gebiet, da soll man nicht lang. Okay. Gut, dann. Ist das da dein Sofa sozusagen? Halt. Nee. Ist das mein Schrein? Ich wollte ihn wiedersehen. Dein Schrein, okay. Für viele Riesen ist es schön, ihren Weg zu finden und zu gehen. Natürlich bereit? Sehen andere ja. Die Zukunft und bin bereit. Durcheinander. Gerade hast du auch durcheinander geredet, Schätze. War das, was sie davor gesagt hat und jetzt, was schon in der Sequenz war, ist ein bisschen, hat sich's da überlappt. Aber jetzt scheint der Sound ja wieder zu stimmen. Das hab ich schon gesehen, wo wir Mutters Asche verstreuten. Es war an der Wand. Alles war schon geschehen. Ja. So wie es sagte. Aber der Teil war beschädigt. Oh, das sind wir. Was ist da drin? Was wird da beschworen? Du ja, schießt auf. Irgendwen. Also kurze Blicke halt. Sagen einem natürlich nichts. Das ist Thor. Der hat Papa und du saugst ihm nein. Da irgendwas aus. Nein. Genau. Kratos das liegt besiegt am Boden. Das kann nicht passieren. Warum denn nicht? Nein. Nein, 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 nein. Nein, das ist nicht echt. Eisenwald ist nicht echt, Utgard ist nicht echt. Nessie ist echt! Ah! Ah, guck mal. Hey, hey, hey. Vielleicht lernst du das mal zu kontrollieren. Oh, oh, alles gut, alles gut. Hey, ist schon gut. Alles wird gut. Hey, sieh mich an. Ja, sei froh, dass er kein Bär ist, sonst wärst du jetzt wahrscheinlich zerfetzt. Hey, ganz ruhig. Ganz ruhig. Alles gut. Verwandelt er sich zurück? Anscheinend. Schon gut. Dir geht's gut. Tut mir leid. Ich weiß nicht, was das war. Das passiert allen. Mach dir keine Sorgen. Das passiert allen? Nicht das mit dem Wolf, aber die Angst vor der Zukunft. Das ist nicht meine Zukunft! Da steht, ich diene Odin und mein Vater stirbt. Das kann nicht sein. Hey, genauso wird alles ausgehen. Und je eher du das annimmst, desto besser. Oh, scheiße, das war gemein. Hey. Vergiss das jetzt erstmal. Vergiss die Zukunft. Vergiss Loki. Also sie weiß, dass er anders heißt. Und du erhältst gerade eindeutig Kräfte, die du noch nicht verstehst. Gehen wir ein Stück. Du kannst mir helfen und ich bringe dir was bei. Weißt du? Riesendinger. Na komm. Ich weiß jetzt nicht wirklich, was ich davon halten soll. Man soll das einfach akzeptieren, so wie es ist. Warum darf man nicht versuchen, Loki, was zu ändern? Bitte helf mir damit. Okay. Das ist ein Blödsinn. Was ist das? Hier, folge mir. Das ist echt so schwer. Dafür, dass die so super stark essen, sind. Pflanzen, Samen. Mein Alltag. Das Ding dürfte aber doch erst lernst für du ihn jemanden nicht viel wiegen. Kennen. Alpha-Wölfchen? Nee, das klingt ganz anders. Das klingt nicht wolfig. Loki, das ist Jatla. Hallo Jatla. Jatla. Ist mir eine Freude. Oder Jalla steht da unten, ne? Statt ein T. Jatla. Das T überlesen oh, wow. Wahrscheinlich. Sie ist echt groß, hä? Huh? Wenn du dich in sowas verwandeln kannst, ist bestimmt auch nützlich. Hm? Muss ich jetzt mit draufhüpfen oder was? Anscheinend. Hopsladididu. Braves Mädchen. Danke.
Danga. Okay. Dann lesen wir mal. Angraboda besitzt ein Yak namens Yalla, steht da, aber nicht Yatla. Egal. Es war... Ups, Mikrofon, Sekunde, nicht Yatla. Es war lustig. Sie sagte, ich möchte, dass du jemanden kennenlernst. Und ich dachte im Moment, es gäbe noch mehr Riesen. Aber sie meinte Yalla. Ich habe den Eindruck, Yalla, ich sage Yatla, ich möchte lieber Yatla sagen, es klingt irgendwie besser, könnte ihre beste Freundin sein, was vielleicht traurig klingt, aber ich finde es auch irgendwie beeindruckend. Ich vermisse dann Fenrir, obwohl ich das Gefühl habe, als ob er immer noch irgendwie bei mir wäre. Ich wünschte, sie hätte ihn kennengelernt. Es muss einsam sein, hier zu leben, aber ich weiß, wie sehr es hilft, sich mit Tieren verbunden zu fühlen. Schön. Sind wir im 20-Minuten-Bereich? Also, schätze, du weißt Bescheid über dieses Streiter, der... Na. Ja, soll ich dich stattdessen so nennen? Nein, Loki reicht. Sicher. Wieso nicht Atreus? Streiter. Okay, würde ich hier, glaube ich, Stopp machen. Find ich... Oh, oder doch nicht. Wo gehen wir nochmal hin? Wir müssen Früchte sammeln. Am Fluss entlang finden wir schon welche. Okay, alles klar. Dann würde ich sagen, hier kann man noch wunderbar Schluss machen. Dann mache ich hier mal kurz Pause, nicht, dass die gleich wieder anfangen zu reden. Und dann vergesst bitte nicht zu abonnieren, zu kommentieren und zu liken. Ansonsten bis zum nächsten Video. Tschüssikowski und bye bye.